herzliches Grüß Gott. Jetzt von mir nochmal an alle. Keine Einzelnen mehr, sondern nur einfach die Freude, dass Sie alle da sind. Gerade natürlich auch, dass die Studentinnen und Studenten dem Aufruf gefolgt sind, sich heute hier sozusagen als unser Resonanzraum auch mit einzufinden in diese Diskussion. Ich habe ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Das kann doch einiges jetzt noch vorlesen. Werde es gleich erklären. Ganz kurze Geschichte, wieso treffen wir uns jetzt in diesem Rahmen? Es ist immer eine ganz gefährliche Sache, ich schaue mal zu dir, es ist immer eine ganz gefährliche Sache, in die eigene Hochschule hineinwirken zu wollen. Ja, also mit einem Thema in die Hochschule hinein, prägend oder wie auch immer gestaltend hinein. Es ist besser, irgendwo anders hinzufahren, von weit her zu kommen und dann in eine Gruppe hineinzusprechen. Das geht jetzt nicht so sehr um den Propheten im eigenen Haus, sondern einfach, das ist, wie alle wissen, kein leichtes Geschäft. Deswegen habe ich mich auch gar nicht alleine getraut, sondern habe mir die Schützenhilfe von außen geholt, die es viel besser machen kann als ich. Aber auch, und das ist der ernste Kern der Angelegenheit, wir haben jetzt über 3 Jahre dieses Laudato Si-Projekt und haben da schon, kann ich sagen, es wäre immer noch vieles besser möglich, aber haben einiges erreicht, haben auch viel nach außen hin Kontakte vernetzt, bis hin, das werden wir heute nochmal erfahren, in die Europäische Bischofskonferenz hinein und können schon auch ganz zufrieden sein an manchen Stellen. Was wir dabei immer mehr festgestellt haben, das hat uns am Anfang schon berührt, aber immer deutlicher ist geworden, dass dieses Konzept der integralen Ökologie sozusagen eine Kernangelegenheit dieser Laudato Si-Enzyklika ist. Das in vieler Hinsicht uns auffordern und anregen kann, auch konkrete Schritte auch aus der Universität heraus zumindest zu überlegen. Und deswegen war ich damals auch mit den Erfahrungen von der letzten Konferenz in Rom in der Hochschulleitung und habe gesagt, wir müssen das miteinander mal besprechen, was da eigentlich drinsteckt. Und unsere Hochschule ist an vielen Stellen im Aufbruch. Es gibt viele organisatorische Entwürfe und so. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, damit werde ich jetzt nicht aufwarten. Also die Einladung ist einfach, und deswegen auch an die Kolleginnen und Kollegen, und die werden auch vielen Dank für die, die da sind schon, es werden immer noch welche dazukommen, zumindest ist es so angesagt. Also die Einladung ist, lasst uns einen Tag mit Hilfe der Leute von außen über diese integrale Ökologie so nachdenken, dass jeder von Ihnen sagt, ja, das könnte für uns ein interessantes Thema sein, was wir dann in unserer Form vielleicht verbinden. Deswegen werden wir einfach zeigen wollen, was wir erkannt haben soweit, was tatsächlich weltweit abläuft und um sich dann ein bisschen selber entscheiden zu können, passt es hier und sind wir vielleicht aufgerufen, uns in dem Spiel auch mit unseren Möglichkeiten und mit dem, was wir schon haben, auch einzulenken. Das ist eigentlich sozusagen der Grundgedanke, der den heutigen Tag bestimmt. Und dazu gehört auch unsere Verbindung mit der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Das wissen Sie, dass ich lange der Vorsitzende war. Der jetzt viel bessere Vorsitzende sitzt hier, ist Hartmut Grassl. Und diese besondere Konstruktion mit der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler und der KU und damit auch diese Verbindung von ausschließlich wissenschaftlich orientierter und einer wertbezogenen, auch im katholischen, im christlichen Milieu angesiedelten Forschungseinheit wie der KU, ist das, was uns in diesem, das kann ich sagen, auch in diesem Netzwerk insbesondere auszeichnet. Es gibt viele, auch in Rom bei den Treffen, viele unterschiedliche Initiativen, aber in dieser Kombination sind wir schon, was nicht überheblich verstehen, was Besonderes. Die meisten sind kirchliche Organisationen, die sich dort wiederfinden. Und unsere Brückenfunktion hat da auch Chancen. Und da will ich Ihnen nur ganz kurz, das müsste man im Seminar vertiefen, nur ganz kurz sagen, im Zentrum dieser Enzyklika hier also, ist die integrale Ökologie aufgebaut. Wir werden das heute mehrfach ansprechen. Und als ein wirklich ganzheitliches Konzept angelegt. Mit vielen Konnotationen auch zu dem, was Sie dankenswerterweise in der Verlinkung
wenn ich das in dem neuen Wort sagen darf, zum Zweiten Vatikanum. Und nicht umsonst beruft sich Franziskus gleich zu Anfang in ganz strengem Verweis auf Johannes den 23. und Pacem in Terris und auf dieses komplett verändernde Moment, die das damit die Kirche erreicht hat und diese völlige Öffnung auch in einer anderen Dimension, als sie vorher gekannt war. Und das ist nicht von ungefähr, sondern in ähnlich radikaler, wenn man das jetzt richtig versteht, den Begriff, also von der Wurzel her denkenden Veränderung, ist auch diese Enzyklika angelegt. Das ist nicht nur irgendwas, sondern es ist schon etwas, was uns vielfach anregt. Und ich habe, wenn ich die dann hochhebe und schaue, was da drunter ist in meiner eigenen wissenschaftlichen Tradition, dann komme ich zur, ich bleibe jetzt mal in dem Feld der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, dann komme ich zu Karl Friedrich von Weizsäcker, die Zeit drängt, Aufruf zum konziliaren Prozess, eine Verbindung, die für mich unmittelbar mit dem Denken dieser Enzyklika herzustellen ist. Eine Tradition, die mit der VDW sehr viel zu tun hat, aber auch mit unserer KU, die in diesen Anfängen des Ökologischen auch eine kräftige Stimme mal war, schon zu der Zeit. Also, wenn ich da noch weiter drunter schaue, dann finde ich Günter Altner, wir haben auch hier schon ein Symposium zu ihm gehabt, mit einem Titel Naturvergessenheit, der auch schon etwas älter ist, der uns in die gleiche Ebene der Auseinandersetzung einer theologischen, einer christlichen, einer religiösen Perspektive mit wissenschaftlich, naturwissenschaftlich, mit biologischen Fragestellungen. Günter Altner, evangelischer Theologe und Biologe, also deine Professionen jetzt katholisch und Biologie im sozusagen Vorgängerformat. Darunter finde ich ein Buch, das kennen die Älteren zumindest, Frieden mit der Natur, Klaus-Michael Meyer-Abich, auch ein Vorsitzender der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler gewesen, auch eine Verbindung spiritueller Fragestellungen, neuer Sichtweisen, auch die Frage des Rechtes der Natur als eigenständiges Recht zu sozialer und menschlicher Rechtssetzung ist dort aufgegriffen. Und da ganz drunter finde ich dann einen, den kennen vielleicht nicht alle, Humanökologie und Frieden von Georg Picht. Georg Picht, der diese Geschichten in den Anfang der 70er Jahre schreibt, im Übrigen wesentlicher Einflussgeber für alle anderen ist, die ich da vorher genannt habe, die auch häufig mit Picht zusammengearbeitet haben in der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg. Also Humanökologie, der Begriff, taucht in der Enzyklika wieder auf. Ich mache jetzt keine Begriffsgeschichte, wie weit das genau zusammenpasst, aber wenn wir hier hineinschauen, finden wir auch da genau die Fragestellungen, wo sind die Begrenzungen des naturwissenschaftlichen und des ökonomischen Denkens in dem, was wir als Entwicklung vor uns haben? Wo sind die Begrenzungen, aus diesem Feld Lösungen herauszubekommen, ohne eine Erweiterung in andere Formen der Weltwahrnehmung, unter anderem auch in spirituelle Formen, zu diskutieren, aufzugreifen, um die sozusagen auch die Schmalspurigkeit von unserer wissenschaftlich-technologischen Weltbeherrschung aufzubrechen. Im Prinzip sind dies die für mich jetzt mal relevanten, auch wissenschaftlichen Diskussionswurzeln, die ich mit dieser Enzyklika verbinden kann. Es gibt viele andere mehr. Jemand wie Oliver Putz würde uns sofort auch in die amerikanische Diskussion einführen, die in ähnliche, auch in diese Zeiten, 70er Jahre, Ende 60er Jahre zum Teil, hineinführt und wo ähnliche Gedanken da sind. Will heißen, diese Enzyklika gibt uns also nicht nur von irgendwoher plötzlich eine neue Denkmöglichkeit, sondern sie erschließt vorhandene Traditionen, auch gerade durch eine sehr, sehr radikal und neu gedachte theologische Interpretation. Aber da werden wir heute noch einiges dazu hören. Und dies ist für eine Universität, eine katholische Universität zumal, zumindest ein Anlass, über die eigenen Möglichkeiten nachzudenken, weil sie letztendlich natürlich auch immer, das merken wir an vielen
Diskussionen, die wir hier auch im Moment in den Strukturbildungen haben, immer wieder an unsere Grundfragen, was macht uns eigentlich katholisch, beziehungsweise um Gottes Willen, was darf nicht katholisch sein. Dieses Thema wird sozusagen hier auch immer wieder neu verbunden. Und deswegen freue ich mich, dass wir es heute Nachmittag mal so besprechen und vielleicht, das wäre der Wunsch, am Ende dieses Nachmittags Ideen zu haben. Wollen wir da weitermachen oder war ganz nett? Okay, dann haben wir es jetzt mal gehört. Dann bin ich soweit zufrieden, dass ich es abgegeben habe. Aber es wird keine sozusagen zwanghafte Fortverfolgung, Weiterverfolgung des Themas geben müssen. Aber das ist die Einladung, sich damit mal zu befassen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie alle da sind und ich freue mich darauf.